Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Hello Neighbor. Heute haben wir ein bzw. zwei oder ja drei, wie dem auch sei. Auf jeden Fall haben wir mehrere Ziele, nicht so wirklich festige, weil ich nicht weiß, was uns genau hier oben erwarten wird. Wir werden das hier auf jeden Fall mit der Eisenbahn dann auf jeden Fall mal ausprobieren. Jetzt will ich aber erstmal versuchen, ob wir hier irgendwie so ein bisschen aufs Dach kommen. Okay, scheint aber nicht so gut zu funktionieren. Damit wir hier oben mal sehen, ob wir irgendwo vielleicht durch ein Fenster reinkommen oder hier auf diesem Balkon oder hier durch dieses Tor. Das sieht auch sehr interessant aus. Aber irgendwie komme ich gerade nicht so richtig hoch. Okay, das ist die Eisenbahn auch gerade wieder lang gefahren. Oh ne, Leute, ich bin runtergefallen. Und die Mülltonne ist irgendwo... Was? Hier ist ein Hut, alles klar, Digga. Wo ist denn die Mülltonne jetzt hin? Die Taschenlampe habe ich leider auch verloren. Hä, wo ist die Mülltonne hin? Alles klar, sie ist einfach weg. Okay, dann nehmen wir uns hier eine zweite. Wir haben hier zum Glück kein paar. Wir haben zwar auch nicht mehr allzu viele. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Oh, jo. Vor allem sind die auch übel laut. Oh nein. Ich bin unterm Gleis. Scheiße, ich muss nochmal neu. Alles klar, die ist auch weg. Hä, wieso bangt sich denn die ganze Zeit die Mülltonnen weg? Versucht mal hier vorm Haus, vielleicht geht das irgendwie besser. Okay, man kommt auf jeden Fall so ein bisschen hoch. Drüben ist eine Tür. Frage ist natürlich, ob man die öffnen kann oder nicht. Hier ist auch eine Tür. Versuchen wir noch ein bisschen weiter nach oben zu kommen. So, das hier sieht halt so verdächtig aus. Ich fliege noch kurz ein bisschen höher, dann können wir hier mal auf dem Dach landen. Das hier sieht halt schon sehr verdächtig aus. Also da muss doch fast was drin sein. Okay, ich habe die Mülltonne jetzt genommen. Boah, ich bin nicht ganz runtergefallen. Toll. Aber dafür, ja. Wow, das hat sich ja übertrieben gelohnt. Hä, wieso konnte ich denn vorher nicht schon irgendwie abspringen? Irgendwie konnte ich zuerst noch gar nicht richtig laufen, als ich die Mülltonne weggenommen habe. Oh, guck mal, Leute, da hinten. Ah doch, das hat's da auch. Das sieht hier auch noch ziemlich interessant aus. Was ist wohl das da? Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich jetzt ziemlich hoch. Ich glaube, das sollte jetzt aber wirklich reichen, um hier irgendwie aufs Dach zu kommen. Hä? Wieso kann ich in der Luft nicht vorwärts gehen? Voy a la playa, ya subió la marea. Okay, Leute, ich bin jetzt hier sehr nah am Hausrand. Vielleicht schaffen wir es ja hier irgendwie hochzukommen. Dann können wir zumindest von hier oben schon ein bisschen was erkunden. Alter. Komm, es reicht bitte. Es hat nicht gereicht. Wieso denn? Wie? Hä? Warum reicht das denn nicht? Das kann doch nicht wahr sein, dass ich in der Luft nicht so einen Meter nach vorne gehen kann. Ah, alles klar, die Mülltonne hat schon wieder weggebackt. Och Mann, ich möchte doch nur einmal nach oben kommen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss gleich das Spiel neu starten. Ja, wir haben keine Mülltonnen mehr. Wir haben einfach keine Mülltonnen mehr. Och Mann, Leute, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, Leute, ich habe jetzt mir mal noch das Ending freigemacht. Theoretisch könnten wir noch mal kurz versuchen, den Bären irgendwie zu holen. Aber ich weiß nicht, ob das ein bisschen aufwendig wäre. Boah, deswegen gehen wir jetzt einfach mal rein. Können wir noch eine Puppe mitnehmen? No! Vorne dran stellen hier irgendwie. Help! Oh Gott, da noch irgendwas Cooles passiert. Vermute zwar nicht, aber man weiß ja nie. Ja, die hat es einfach weggejietet. Oh, schade. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch eine Sache, die ich machen kann jetzt hier in der Alpha 1. Ich versuche gleich nochmal kurz mit der Mülltonne ein bisschen hochzufliegen, wenn ich es nicht schaffe. Ja, sehen wir uns sowieso später. Eine Ewigkeit später. So Leute, wie ihr seht, ich bin jetzt sehr weit oben. Das müsste doch reichen, hier am Dach so zumindest so ein bisschen zu streifen und einfach mal so einen Fuß darauf zu setzen. Ich komme hier auch, Alter, ich komme richtig weit nach oben, ey. Können wir eigentlich zum Mond fliegen oder zur Sonne? Es gibt gar keine Sonne, wo ist die denn? Ah doch, hier. Wir hoffen jetzt, dass das nicht alles für nix war. Hä? Was? Das ist einfach ein unsichtbarer Boden. Okay. Ist hier irgendwas? Nee, da ist einfach gar nichts. Ich habe Angst, dass ich jetzt, wenn ich hier rumlaufe, irgendwie runterfalle. Ach, deswegen konnte ich wahrscheinlich auch nicht drauf, weil das hier einfach so ein Block ist. Lol, was? Ja, die Frage ist, bis wo geht dieser Block? Wir können es versuchen. Kommen wir auf dieses untere Dach hier unten halt? Nee. Hä? Ich weiß auch nicht, ob wir da unten irgendwie hinkommen. Bei der Eisenbahn? Hä? Hier ist einfach eine riesige... unsichtbare Fläche. Ich weiß auch nicht, ob wir auf den Schienen landen. Oh mein Gott! Lol, was? Was? Wir sind auf der Eisenbahn gefahren! Wir sind auf der Eisenbahn gefahren! Lol! Wir haben es einfach geschafft! Was? Okay, aber wir merken uns, man kann hier oben gar nicht hin, weil da eine unsichtbare Wand ist. Aber Hauptsache, wir sind mit der Eisenbahn gefahren.
Hauptsache, wir sind mit der Eisenbahn gefahren. Lol, ist das geil. Oh, es hat sich so gelohnt, alleine nochmal das zu versuchen. Ich habe auch gerade noch gesehen, das Auto. Gibt es hier vielleicht einen Autoschlüssel? Weil in der Vollversion gibt es ja einen Autoschlüssel. Hier drin ist ja auch noch... Ah, das ist nur eine Taschenlampe. Oh Gott. Eine Taschenlampe. Mehr ist hier aber auch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo das der Nachbar gerade ist. Hauptsache, wir sind mit der freaking Mülltonne bis zum obersten Punkt geflogen. Und ich wollte mich hier nämlich gerade auch nochmal versuchen, hier durch den Fahrstuhl zu buggen. Ob das eventuell geht? Ja, nee, obviously nicht. Und vielleicht hier vorne? Oh Gott. Ja, also nee, man kommt halt einfach nicht durch diesen Boden. Oh, lol. Leute, ich habe den Fahrstuhl kaputt gemacht. Was? Ich habe den Fahrstuhl kaputt gemacht. Hauptsache, geil. Hä? Ah, okay, so kann ich mich durchbuggen. Das ist wirklich wegen diesem Boden, wo ich mich nicht durchbuggen kann. Hauptsache, hier sieht man einfach in seinem Bildschirm. Okay. Ja, geil. Wir haben... Alter, wir machen das Spiel gerade maximal kaputt. Funktioniert da jetzt noch irgendwas im Fahrstuhl? Es wäre lustig, wenn der Nachbar jetzt so kommen würde. Also nicht von oben, sondern von hier unten. Und es dann hier so rumspasten sehen würde. Hä? Alter, was ist denn jetzt los? Jetzt ist hier noch die Tür irgendwie abgeschnitten. Also irgendwie ist es ganz komisch. Naja, was soll ich denn jetzt machen, Alter? Hier gibt es keinen Notrufknopf. Alter, guckt euch dieses Bild mal an. Warte mal. Och nee, jetzt ist es weg. Vorhin war es so cool groß. Ja, Leute, also ich... Der Nachbar kommt irgendwie auch nicht. Und ich bin hier schon wieder stuck. Alter. Okay, Leute. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, es gibt noch ein Video von der Alpha 1. Inwiefern ich nicht noch irgendwas Krasses finde. Genau, das wird noch so eine Art Challenge sein. Wird auf jeden Fall ganz lustig. Also die solltet ihr wirklich noch auschecken. Und dann geht's weiter mit der Alpha 2. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.